меня нет жалости. Я, ну, это не человек, это враг. Если не я, то он меня. Он мою жену, он мой город, он мою семью. Sie waren Verkäufer, Bankangestellte, Fitnesstrainer. Jetzt sind Tausende von ihnen an der Front. Я знаю, что меня не жалеют. Вот и все. Потому что я украинец. И все. Wir waren oft an der ukrainischen Front. Doch so intensiv wie für diesen Film haben wir Soldaten nie kennengelernt. Я устал, у меня уже здоровья нет. Я же говорил, что я, ну, утром обезболивающее пью и вечером обезболивающее пью. Wir wollen wissen, wer sind die Männer hinter den Uniformen? Wie denken, wie fühlen sie? Was tun sie, wenn sie gerade nicht kämpfen? Kostjantinivka im Donbass, nicht weit von den heftigsten Kämpfen an der Front entfernt. Das ukrainische Militär zögert lange, als wir um Erlaubnis für diesen Dreh fragen. Aus Sicherheitsgründen, aber auch, weil wir eine ganze Woche mit denselben Soldaten verbringen, sie kennenlernen wollen. Eine geheime Unterkunft. Hier treffen wir jetzt Andriy und Vlad. Vlad ist eigentlich Seemann, hat auf Containerschiffen gearbeitet. Andriy in einer Bank. Als Russland vor 2 Jahren die Ukraine überfällt, melden sich beide freiwillig, werden Soldaten. Jetzt sind sie Drohnenpiloten, kämpfen seit ein paar Monaten im Team. Homepoint updated. Als wir ankommen, checken sie gerade ihre Drohnen und Granaten. Kiloweise Sprengstoff direkt neben dem Schlafplatz. Sie sollen jederzeit zum Einsatz bereit sein. Bei so viel hochexplosivem Zeug auf engem Raum wird mir mulmig. And what kind of drone is it? We just watch. If you see enemy, we can attack. Он будет безопасен до тех пор, пока он не ударится. При ударе детонация, взрыв. Это противопехотное воздействие. Ну, эффективность, ну, оно эффективно. Оно эффективно. И оно, не знаю, дешевле, легче сделать. Womit in Deutschland als Hobby geflogen wird, ist hier im Kampf unentbehrlich. Und was Vlad mit effektiv meint, das wird mir schnell klar, bedeutet vor allem tödlich. Я видел страх, я видел панику среди врагов, когда они разбегались, некоторые бегут, некоторые обнимают вот так вот деревья, думаешь, они, мы их не видим, а мы все видим. Im Netz gibt es haufenweise solche Videos, unterlegt mit Musik. Auch Vlad und Andriy laden sie auf Telegram hoch. Die beiden sammeln so Spenden für ihre Ausrüstung. Videos vom Töten als Werbung für Drohnen. Der Verschleiß ist extrem hoch. Etwa 100 Drohnen hat allein Andriy in den vergangenen 2 Jahren im Einsatz verloren, sagt er mir. Und die Soldaten brauchen dringend mehr davon. Denn mit Kampfdrohnen gleichen sie fehlende Artilleriemunition aus. Der Krieg ist auch zu einem Drohnenkrieg geworden. Sie sind überall in der Luft. Das macht die Situation für Soldaten besonders gefährlich. Если ты видишь дрон, открывай по нему сразу. Последнее, что должен делать, это прятаться за деревом или притворяться кустом или еще как-то. Ну, я наблюдал такое. Ну, нет. Самое эффективное либо это бежать и отстреливаться. Пробежал, отстрелился, пробежал, отстрелился. Все. Единственный шанс спастись. Schlafentzug, Verlust, Schmerz. Viele von denen, die wie Andriy seit über 2 Jahren kämpfen, sind tot. Immer wieder merke ich, wie sehr ihn das belastet. 2-mal wurde er im Kampf schwer verwundet, musste operiert werden. Dem Tod ist er immer wieder nur knapp entkommen.